Moin und willkommen zur letzten Saison von Total Immersion Racing. Zumindest die letzte Saison, was diese Karriere angeht. Denn ich möchte nicht versprechen, dass es jetzt komplett aufhört. Für immer. Aber es soll zumindest mit dieser Karriere in Total Immersion Racing zu Ende gehen. Und vielleicht schließen wir dann noch den Herausforderungsmodus an, wenn wir das Spiel zu sehr vermissen. Jedenfalls würde ich sagen, es geht los. Wir haben uns von Saison zu Saison, von Team zu Team, von ganz unten nach ganz oben hochgearbeitet. Und jetzt haben wir es endlich zum Audi R8 geschafft, in der Prototypenklasse. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und legen los. Bei mir brauchen Sie keine wilden Verhandlungen zu führen. Wollen Sie also bei mir einsteigen? Ich würde sagen, ja. Und los geht's. Freut mich, dass Sie sich dem Team angeschlossen haben. Sie werden sicherlich einige Rennen für uns gewinnen. Das wäre wünschenswert. Mit den Punkten, die wir in der letzten Saison geholt haben, bin ich zuversichtlich, dass wir sie alle besiegen. Das klingt doch gut. Gut, und ist es nicht sehr überraschend, wie immer geht es mit Silverstone los. Und genau. Dann würde ich sagen, manuelles Getriebe. Und ab geht's in die Qualifikationsrunde. So, heute kann es sein, dass die Qualität mal ein bisschen schwammiger ist. Also schwummeriger, verschwommener. Das liegt dann daran, dass ich es heute nicht hingekriegt habe, flüssig neben dem Stream aufzunehmen. Deswegen nehme ich diesmal das Material, das ich gestreamt habe. Also lade ich dann von Twitch runter, nachdem es gestreamt wurde. Weil, naja, mit Aufnahme nebenbei hat es die ganze Zeit geruckelt. Und naja, gut, wenn es die ganze Zeit ruckelt, dann kann man nichts machen. Denn das will sich ja keiner angucken, wenn es ruckelt, oder? Dann lieber ein bisschen verschwommener, aber dafür flüssig, würde ich mal sagen. Kann ich halt nichts machen. So, und ich bin außerdem schon eine Weile nicht mehr gefahren, also dürfte man von dieser Qualifikationsrunde nicht allzu viel erwarten. Ich habe halt nicht mehr viel Übung. Weil ich das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, das müsste auch die letzte Aufnahme gewesen sein und die liegt ja schon eine Weile wieder zurück. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, dass es weitergeht. Und dass ich endlich mal dieses Kapitel, wie gesagt, nicht unbedingt das Kapitel Total Immersion Racing, aber mindestens das Kapitel dieser Karriere, in der wir ja mittlerweile schon alles gemacht haben, was wir machen können, ja, dass wir das dann endlich mal abgeschlossen haben. Das dürfte mir das Gefühl geben, mal etwas geschafft zu haben, etwas zu Ende gebracht zu haben und etwas zu Ende gebracht zu haben, was man sich vorgenommen hat, ist doch ein gutes Gefühl. Boah, das war nicht so gut, die letzte Kurve. Mal gucken, was die Runde gibt. Ich würde mal sagen, wir werden innerhalb unserer Klasse Letzter werden. Denn, naja, mit der Einstellung gehe ich da immer rein. Deine fahrerischen Fähigkeiten sind vielversprechend. Üb weiter und du landest garantiert an der Spitze. Immer schön üben. 3 Sekunden langsamer als Gips. Und, naja. Aber das ist die Qualifikationsrunde und, da sind wir das eigentlich gewohnt. Und, naja, dann im Rennen kann es ja noch anders werden. Los geht's mit dem Rennen. Und los geht's. Mal gucken, was wir hier reißen können. Also so schon mal nicht viel. Wie bin ich auf die Idee gekommen, das gerade zu machen? Keine Ahnung. Bin ja auf jeden Fall froh, dass es gleich bei schönem Wetter losgeht. Denn gleich auch noch zum Beginn noch Regen. Wäre schwierig, fände ich. Boah. Ist hier so um die... Wie man hier so um die Ecken smoothet. Ich habe ein neues Verb erfunden. Smoothen. Na, vielleicht gibt es das sogar schon. Keine Ahnung. Habe ich zumindest noch nie gehört. So. Und vorbei. Also wenn wir jetzt den so schon die Spitze hier erreichen, dann ist das ja ein bisschen zu einfach. Hoppala, das war nicht so gedacht. Okay, vielleicht ist der Audi R8 ein bisschen overpowered oder ich hatte nur vergessen, dass das Spiel so leicht ist. Was weiß ich, eins von beiden wird es sein. Vielleicht auch beides.
würde den Eindruck bestätigen, den ich gerade von dieser ersten Runde habe. Als letzter qualifiziert und in der ersten Runde an allen vorbeigezogen. Könnte so bleiben, auch wenn da vielleicht ein bisschen die Spannung fehlen könnte. Aber gut, die Saison ist noch lang. Kann noch einiges passieren. Und das Rennen ist auch noch lang. Das hat ja auch gerade erst angefangen, das war die erste Runde. Du hast mit der schnellsten Runde des Rennens das Tempo vorgegeben. Und so gehen wir jetzt in die zweite. Mit Bestzeit ist ja irgendwie logisch, wenn man das ganze Feld überholt. So. Und schon sieht man im Rückspiegel nur noch gelegentlich jemanden um die Kurve huschen. Ich würde sogar behaupten, man sieht gar keinen mehr. Hätte ich nicht gedacht. Das ging schnell. Aua, das war so nicht gedacht. Bisschen zu eng gefahren. Oder besser gesagt, zu früh eingelenkt. Aber ich habe ja auch noch die Ausrede, dass bei mir das Bild irgendwie verzerrt ist. Es ist bei mir irgendwie auf... Ja, bei mir ist es auf das Breitbildformat breitgestreckt. Und komischerweise im Stream und in der Aufnahme, was ja momentan dasselbe ist, ist das Bild schön in 4:3 Modus, also Format, noch drin. Und ja, komischerweise ist das aber da sogar ein bisschen... groß gestreckt irgendwie. Zwar nicht vom Format her gestreckt, sondern so, man sieht es ja, unten ist was abgeschnitten. Das ist ja unschwer zu erkennen. Man sieht ja zum Beispiel vom Tacho die Zahlen nicht komplett oder so. Aber gut, so ist das eben. Ich habe da auch nichts hingekriegt, irgendwie das zu ändern. Aber ich denke mal, da geht einem auch nicht viel und gut. Dann hat man wenigstens das Bild in der Breite ein bisschen mehr ausgenutzt, weil sonst wäre das Bild ja noch kleiner. So, ja, wir sind ziemlich unter uns, ne, gerade. Daher bin ich eben auch unsicher, ob das so interessant wäre, wenn wir das Spiel noch weiterspielen. Weil, ich meine, ich mag das Spiel, wirklich. Ich meine, sonst hätte es ja nie angefangen. Und das Problem ist halt nur, es ist zu einfach. Zumindest auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ich habe den anderen, den neuen, also den Schwierigkeitsgrad Perfektionist, habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Aber so würde ich sagen, es ist zu einfach. Mal schauen. Vielleicht, naja, vielleicht kann man da ja noch irgendwas mal in die Richtung machen. Die schnellste Runde gehört dir. Wenn deine Zeit von keinem unterboten wird, gewinnst du einen Extrapunkt. Ich meine, man sollte wohl wenigstens mal diesen Modus ausprobieren, ne? Wenn ich Lust habe, machen wir das auch. Ich habe da schon eine Idee, was wir machen könnten. Hätte ich sogar Lust drauf. Ah, soll ich jetzt verraten, was es ist? Vielleicht mache ich das. Auf jeden Fall wäre ich mir halt nicht sicher, ob wir unbedingt den Herausforderungsmodus machen wollen. Denn, naja, da fängt es halt auch wieder auf der einfachsten Schwierigkeit an. Und ja, dann hätten wir überhaupt keine Herausforderung. Also nicht mal annähernd, also weniger als jetzt. Und wo wir den Gegner schon wegfahren. Ja, deswegen ist halt die Frage, wäre das halt interessant. Falls du da eine Antwort weißt, könntest du mir die ja mal sagen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob da, ob du dich das unterhalten würde, wenn wir jetzt den Herausforderungsmodus machen würden. Denn ich mache das natürlich am liebsten, wenn ich auch nicht der Einzige bin.
der dran Spaß hat. So, derweil sind wir gerade an der GT-Klasse vorbeigezogen. Wie nix. Hat's husch gemacht und wir waren weg. Ja, und dann kommen wir auch bald zur GTS-Klasse. Die sieht man ja schon so ein bisschen. Ich möchte auf jeden Fall mal wenigstens den Perfektionist-Modus ausprobiert haben. Denn der könnte das doch etwas interessanter machen, dieser Schwierigkeitsgrad. Ach, da ist ja noch einer von den GTs. So, aber der ist jetzt auch weg. Ging recht schnell. Ich meine, wir müssen ja noch nicht mal ein Setup irgendwie anpassen, um da gute Chancen zu haben. Wir fahren hier einfach nur weg gerade. Und da kann man sich sogar Fehler erlauben, so weit sind die weg. Ich meine, wir haben auch mittlerweile das schnellste Auto der Klasse. Na, so ist das ja auch. Ach, da ist ja noch einer. Ich hab halt noch nicht mitgezählt, deswegen überrascht mich gerade, dass hier noch ein BMW unterwegs ist. Oh, da ist sogar noch einer. Waren sogar beide. Okay, dann waren da erst nur die Audis und der Noble. Und dann der Crave und jetzt die beiden BMWs. Aber jetzt haben wir es wirklich geschafft, die GT-Klasse zu überrunden. Als nächstes kommen dann die GTS. Die sind auch nicht mehr weit. Das ist auch mal wieder schön, die Silverstone mit dem alten Streckenverlauf, den wir auch schon eine Weile nicht mehr haben. Ich habe mich an den aktuellen Streckenverlauf immer noch nicht gewöhnt. Das habe ich wahrscheinlich schon öfter gesagt. Hat sich seitdem nichts geändert. Gut, dann muss ich dazu sagen, dass ich auch nicht allzu oft die Silverstone fahre. Aber zumindest dieses Layout ist, gehört zu meinen Lieblingsstrecken, würde ich mal behaupten. Hallo Cintura, wie geht's denn so? Dürfen wir mal vorbei? Aua. Dankeschön. Und da kommt jetzt der Lister Storm. Und der B-Mac. Und das dürfte auch nicht allzu lange dauern, die zu überrunden. Da gibt es noch einen Stoß mit. Mal gucken, was der V-Mac macht. Der fällt sich ruhig. Und jetzt sind wir doch tatsächlich in der letzten Runde. So schnell kann es gehen. Das Ding beim Herausforderungsmodus ist ja, es würde nicht, ich würde sagen, es würde nicht allzu viel Mehrwert bringen. Mehrwert. Ich meine, wir haben alle Autos schon gesehen. Wir haben, ich bin gerade gar nicht so sicher, ob wir schon alle Strecken gesehen haben. Zumindest waren wir an jedem Ort schon mal gewesen. Ich glaube, hoppala, jetzt hat man bestimmt ein paar Störgeräusche gehört, weil ich mal mit dem Finger unter das Headset musste, weil es da gejuckt hat. Das ist, was man so erzählt, ne? Will eigentlich keiner wissen. Aber ich muss mich ja rechtfertigen. Glaube ich zumindest. Zumindest, wenn ich Störgeräusche verursache, was ich bestimmt getan habe gerade. Ja, und das war die... Du bist auf dem ersten Platz gelandet. Das war die Silverstone. Das ging einfach, würde ich sagen. Und ja. Dann würde ich sagen,
lauschen wir mal dem Chef. Das ist mein Team, mein Wagen und mein Fahrer, die das letzte Rennen gewonnen haben. Ich bin stolz, sagt er. Ist schön, dass er stolz ist. Aber es war auch nicht allzu schwierig. Gut. Vielleicht wird es ja noch schwieriger. Jedenfalls speichern wir schnell ab. Wir überschreiben mal das hier. Panos Pro. Die vorletzte Saison, um genau zu sein. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Dabeisein. Und ich hoffe, dass es gefallen hat. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal im Sebring wiedersehen. Bis dahin. Tschüdelü. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.